Hallo Leute, es ist ein Weilchen her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg zum Raketensilo. Was bedeutet, wir nähern uns dem Ende von diesem Spiel. Sind nicht mehr allzu viele Forschungen übrig. Und so wie es hier unten aussieht, funktioniert die Produktion recht gut. Und da ist das Raketensilo. Mit dem Raketensilo allein kommen wir aber noch nicht sehr viel weiter, denn wir wollen ja die Wissenschaftspakete. Dafür brauchen wir einen Satellit. Dafür brauchen wir diese Forschung. Also machen wir das. Und das wird wiederum ein Weilchen in Anspruch nehmen. Und dann schaue ich mal hier. Ja, hier sieht das immer noch gut aus. Wir sind ja auch erst etwas mehr als 2 Stunden hier auf dem Planeten. Ich denke, hier können wir noch ein Weilchen verweilen. Und wir sind ja gut ausgerüstet. Wir haben Laser in unserer Rüstung. Und das macht das Vorwärtskommen oder das Durchkommen gegen Aliens doch einiges leichter. Wir werden hier dann auch noch die Base, die Plattform etwas vergrößern. Ich glaube, da haben wir noch einen Level vor uns und vielleicht auch noch unten in den verschiedenen Etagen des Kellers. Aber wie sieht es denn hier so aus? Rohöl nicht leer, nicht voll. Wir produzieren hier Flüssiggas, sieht gut aus, sprich wir haben dann da genügend Kunststoff anliegen. Wir haben kein Uranerz mehr, aber hier die letzte Kiste hier ist fast noch voll, von dem her nicht allzu wild. Dann wie sieht es hier unten aus? Hier waren wir schon. Eisen sieht gut aus. Kupfer sieht gut aus. Stahl. Ich denke, da kommen wir durch, weil das, was wir hier auf dem Band haben, das ist nicht unbedingt wenig. Und hier staut es sich ein wenig. Da arbeiten wir nicht durchgängig, aber wir haben ein paar Lichtbogenöfen auf Vorrat. Ich denke, diese 2 Maschinen, die werden durchgängig produzieren. So wie es aussieht, sind die gelben. Da hapert es ein wenig, weil wir zu wenige Leichtbauteile haben. Und das wird nicht besser, wenn wir dann Raketen starten. Für Raketen brauchen wir auch Leichtbauteile. Ich glaube, das hier ist einfach eine Frage der Geschwindigkeit. Hinten
was mache. Da werden wir dann doch einiges an Kupfer verbrauchen und das ist wahrscheinlich dann ein Engpass. Den wir erreichen. Das einzige, was wir machen könnten, ist eine zusätzliche Schmelze, denn diese Flecken hier, die kommen von hier oben. Und da können wir mit einer zusätzlichen Forschung quasi Entladestationen für Eisenbahn, sodass wir von hier mit Zügen von irgendwoher Kupfererz herankarren, das dann hier nach unten durchreichen und hier irgendwo auf der Seite noch eine Schmelze haben für zusätzlich Kupfer. Aber so wie das zumindest jetzt läuft, brauchen wir einfach das ganze Kupfer auf das das durchkommt und die Leichtbauteile, das sind dann wahrscheinlich die letzten, wo wir vielleicht nicht ganz durchgängig produzieren. Aber was soll's, es geht ja nur darum, dass wir mehr von den Leichtbauteilen haben, damit wir mehr gelbe Fläschchen bekommen. Und was brauchen wir denn hier für das Raketenziel? Okay. Wir brauchen 1000 Stahlträger. So, wir haben die hier nicht drin. Aber es staut sich. Es staut sich. Wir brauchen 1000 Beton. Beton wird hier oben hergestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brauchen wir Ziegelstein für mehr Beton. Legen wir das mal rein. Was brauchen wir sonst noch? Rohre. Ja, das bekommen wir hin. Bauen wir mal selber. Und Elektromotor hatten wir da nicht hier unten was für die Elektromotoren? Hier haben wir Elektromotoren. Wie viel brauche ich? 200. 50 werden nicht reichen, aber die kommen dann irgendwann und ich muss ja sowieso noch auf Stahl warten.
Das dauert also sein Zeitchen. Und die erste Rakete können wir ja sowieso erst starten, wenn wir auch den Satellit dafür haben. Und das, denke ich, braucht zuerst mal die Forschung. Dann müssen wir erst auch noch den Satellit bauen, die Rakete aufrüsten. Ich weiß nicht, was haben wir denn hier drin? Weiß nicht, ob das, was wir hier anlegen haben, für einen Raketenstart reicht. Aber wir können es ja mal versuchen. Also, dann denke ich, lassen wir einfach mal ein bisschen Zeit verstreichen, bis wir etwas produktiv was machen können. Es sieht ganz so aus, als ob die Rakete fertig ist, bevor wir den Satelliten geforscht haben. Aber da fehlt auch nicht mehr ganz so viel. Und ich war ja auch im Keller nicht ganz untätig. Und wie ihr hier sehen könnt, das Raketensilo, das ist ziemlich optimiert. Maximale Produktivität drin und rundherum die Beacons mit der Geschwindigkeit. Und am Ende, woran es gehapert hat, waren nicht mal die Leichtbauteile, sondern der Raketentreibstoff, den ich hier auch etwas gepimpt habe. Und hier unten im Keller habe ich auch etwas erweitert. Wir haben hier eine Maschine für Akkumulatoren, die brauchen wir für den Satelliten. Dann hier unten Solarpanels brauchen wir auch für den Satelliten plus Radare. Wenn wir hier schauen, ja. Dann haben wir eigentlich alles maschinell hergestellt. Das einzige, was wir nicht hier unten haben, ist eben der Raketentreibstoff. Aber den ganzen Rest haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, bis wir dann auch die Satellitenforschung durch haben. Und dann können wir hier einen Satellit herstellen, den in die Rakete schieben und die Rakete starten. Und da kommen wir langsam auch der Satellitenforschung näher. Dass die abgeschlossen ist, braucht vielleicht noch ein, zwei Pakete, die durchgeforscht werden müssen. Und dann können wir hier unseren Satellit einstellen. Ich habe hier irgendwo, da ist eine Kiste, da liegen ein paar Raketentreibstoffe drin. Und da ist die Forschung. Dann machen wir doch hier mit weiter. Das letzte Upgrade für die oberste Ebene. Stellen hier den Satelliten ein. Da all das, was wir sonst noch brauchen. Und dann irgendwann wird der Satellit fertig werden. Wir können ihn in die Rakete legen und die Rakete starten. Und von der Verschmutzung sieht es immer noch ziemlich gut aus.
aber ich denke, ich muss mal hier etwas weiter aufdecken. Da sind wir ja im sandigen Gebiet. Das heißt, hier in die Richtung breitet sich die Verschmutzung schneller aus als in die Richtung, wo wir Wald und Grünfläche haben. Aber das mache ich, nachdem die Rakete gestartet ist. Und der Satellit kommt hier rein und die Wissenschaftspakete kommen dann hier raus. Und wenn wir die Plattform vergrößert haben, dann brauchen wir vielleicht ein paar Mauern. Nehme ich die mal hier schon mal in die Tasche. Wie weit sind wir? Es fehlt hauptsächlich noch an den Leichtbauteilen, von denen brauchen wir 100. Wir haben erst 17. Der Rest der Raketentreibstoffe ist hier drin. Das heißt, das muss nur reingelegt werden. Aber es sind die Leichtbauteile, auf die wir warten müssen. Ja, da hapert es halt immer noch an den gelben Fläschchen, und weil die gelben Fläschchen ja auch Leichtbauteile benötigen, macht das das Ganze nicht unbedingt schneller. Aber durch das, dass wir hier blaue Schaltkreise, Prozessoreinheiten brauchen, ist nun auch diese Maschinerie wieder angelaufen. Aber ich denke, ja, 300 gehen da noch ab. Da sind wir dann bald wieder so weit, dass wir alles haben, was wir haben wollen. Ja. Und langsam nimmt das Formen an. Aber ich denke, es braucht noch ein paar Minuten. Die Forschung für die Vergrößerung der Plattform ist durch. Der Satellit noch nicht ganz. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben noch ein paar Forschungen, wo wir noch keine Wissenschaftspakete brauchen. Vielleicht mal hier diese Station. Und ich war etwas überoptimistisch, dass ich die Mauer bis hier hinten durchgezogen habe. Aber was soll's. Wir können das Ganze nach vorne versetzen. Hier. Dann machen wir auch ein Tor rein. Wenn ich dann das Tor finde. Blind. Hier. Da. So. Mauer weg. Links und rechts so ein Turm. Und dann. Abstand von 2.
so hin. Und dann kommt hier der letzte Turm. So. Und das Ganze auch hier unten. Und wahrscheinlich gehen mir da die Lasertürme aus. Denn der Umfang der Basis ist ja größer geworden. Das heißt, wir werden da etwas mehr Lasertürme hinstellen. Hier einen solchen, einen großen Strommast. Selbiges auf dieser Seite. Verbinden wir hier und das Ganze machen wir auf allen vier Seiten. Kann ich? Müsste dies eigentlich kopieren können? Sowas. Ja. Da ist uns natürlich das dann im Weg. Ach. So. Der kommt hier hin. Brauche ich, glaube ich, etwas Stahl, damit ich die Türme bauen kann, und etwas mehr Lasertürme. Gut, und wenn ich das habe, dann kümmern wir uns um den Satelliten. Der sollte bis dahin dann auch durch sein. Die Mauern sind nun rundherum abgedatet und überall symmetrisch. Wie ihr aber sehen könnt, das Tor ist nicht unbedingt in der Mitte der Mauer. Aber hier unten, unser Satellit ist fertig geworden. Dann legen wir den hier rein. Und dann starten wir die Rakete. Und da hebt sie ab. Und weg ist sie. Ja, wir müssen fortfahren, denn wir sind noch nicht ganz fertig. Wir bekommen hier schon mal die ersten Fläschchen raus. Und ich werde nachher dann gleich mal nach hier oben gehen, sobald wir diese Forschung hier noch fertig gemacht haben. Denn dadurch sollten wir hier einen quasi Bahnhof bekommen oder eine Entladestation, welche einen ganzen Zug entladen kann, wenn er
hier rüberfährt. Und das ist doch ganz, ganz schick. So können wir nämlich nicht nur unsere Harvester-Plattformen verwenden, um Ressourcen von außerhalb reinzubekommen, sondern wenn wir auf einer Welt sind, wo wir etwas verweilen können, dann können wir auch Zuglinien bauen. Genau. Und dann machen wir doch hier mit dem Beacon weiter. Der braucht 1200. Und da sehen wir, hier haben wir, das sieht hier oben so aus, recht unscheinbar. Aber hier unten haben wir vier Kisten, die wir ausladen können in die zwei Richtungen. Gut, ich denke, das war's für heute. Unsere Rakete, unsere erste Rakete ist gestartet. Die zweite wird bereits gebaut. Mehr als zur Hälfte schon fertig. Aber da fehlt dann wahrscheinlich auch wieder ein Satellit. Und ich gehe da noch rasch oben vorbeischauen. Da das Eck aufdecken, damit wir etwas länger hier verweilen können auf diesem Planeten. Es gefällt mir ziemlich. Wir haben nur auf dieser Seite etwas sandiges Gebiet, was nicht ganz optimal ist, aber wann haben wir schon eine perfekte Welt? Also bis zum nächsten Mal und tschüss.